Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die Produkte, wo ich Hidden erreicht habe, also das heißt, wo ich das Fännchen erreicht habe bei den Produkten, die ich euch in diesem Video zeigen möchte. Erstmal hoffe ich, dass es euch allen gut geht, dass ihr gesund seid. Hoffentlich, wenn es nicht so ist, dann schicke ich euch ganz viel Liebe, Genesungswünsche, Grüße, dass es euch bald auch wieder besser geht. Dass es auch bessere Zeiten kommen wird bei euch. Dann fangen wir mit den ersten Produkten an, wo ich das Fännchen erreicht habe, wo ich The Pan erreicht habe. Fangen wir mit dem Blush an von Riva de Loop. Das ist das Rouge Powder in die Farbe 04. Das habt ihr ja in meinem Drogerie-Favoriten-Video ja schon gesehen, dass ich das Fännchenboden erreicht habe. Hier könnt ihr es ja schon gut erkennen, weil ich habe das sehr, sehr gerne verwendet. Ich verwende es immer noch sehr, sehr gerne, weil es so ein schöner, tragbarer Alltags-Blushton ist. Den könnt ihr aufbauen, schichten, wenn ihr es ein bisschen intensiver haben wollt, aber sieht trotzdem sehr schön natürlich aus. Also nicht zu viel oder so, dass ihr denkt, oh mein Gott, man hat zu viel Blush. Nein, es ist ein sehr, sehr tolles Produkt, was ich sehr gerne verwende. Und dementsprechend habe ich hier mittlerweile auch das Fännchen erreicht. Was bei Blush, finde ich, schon sehr, sehr schwierig ist, weil ich das bei keinem Blush-Produkt vorher geschafft habe, ein Hidden Pan zu erreichen. Also wo das Fännchen zu sehen gewesen ist. Dann habe ich einen Bronzer, den von Physics Formula, der Butter Bronzer. Da habe ich die Farbe Like Bronzer. Also ihr könnt auch schon sehen, der hat so einen perfekten Unterton, Farbton. Der passt perfekt zu meinem Hautton. Er lässt sich sehr, sehr schön auftragen, verblenden. Auch aufbauen und schichten, wenn ihr es intensiver haben wollt. Das ist ein toller Bronzer, der sehr schön nach Kokosnuss riecht. Also für mich erinnert es wirklich so an Urlaub. Dieser Kokosgeruch, was sehr, sehr natürlich ist, nicht zu künstlich, weil es gibt ja auch Kokosdüfte, die künstlich sind. Aber hier muss ich sagen, ist es nicht so. Und hier ist halt der Pinsel halt herausgefallen, was ihr halt bei dem Produkt mit dabei habt. An sich ist es, wie gesagt, ein sehr, sehr tolles Produkt und dementsprechend habe ich hier auch das Fännchen jetzt halt erreicht. Dann kommen wir zu einem Highlight-Produkt, nämlich von Twin It Up aus dem Adventskalender von dem Jahr 2019, 2020. Warte mal, aus welchem Jahr habe ich jetzt den? Auf jeden Fall war der in den Twin It Up Adventskalender, das weiß ich noch. Aber aus welchem Jahr, das weiß ich jetzt schon nicht mehr. Hier hinten steht 2021. Boah, ich weiß es jetzt auch nicht, um welche Highlighter-Produkte es sich handelt. Es ist ein Natural Radiant Highlighter. Vielleicht könnt ihr ja erahnen, welcher Highlighter dieses Produkt ist. Den gab es mal vor längerer Zeit auch im Standardsortiment, aber die haben es ja mittlerweile vor langer Zeit den halt rausgenommen, was ich sehr, sehr schade finde, weil so ein toller Highlighter-Produkt. Der hat den perfekten Farbton, den perfekten Unterton. Ist nicht zu warm, nicht zu kühl. Es ist ein sehr, sehr schöner tragbarer Champagner-Farbton, der ein natürliches Finish auf den Wangen hinterlässt. Und wie ihr sehen könnt, ich hoffe, ihr könnt es noch erkennen, hier waren noch so Sternchen eingestanzt. Weil wie gesagt, es war ja in den Adventskalender und deswegen war es ein bisschen spezieller designt. An sich ist es wirklich ein tolles Produkt. Schade, dass sie den herausgenommen haben. Weil es ein sehr, sehr toller, natürlicher Highlighter ist, der einen schönen, natürlichen Glow hinterlässt auf den Wangen. Jetzt kommen wir zu drei Lidschattenpaletten. Da kommen wir einmal zu Sleek.
Da habe ich einmal die Ayu Day 430. Das ist von der älteren Generation von den Sleek-Lidschattenpaletten, die es vor Jahren gab. Vielleicht kriegt man diese Paletten ja auch noch, aber es gibt ja mittlerweile neue Auflage von den Sleek-Lidschattenpaletten, die ich gesehen habe, die ihr bei Douglas bekommen könnt. Die kosten 10,99 € und wenn die reduziert sind, 10,49 €, was ich bei Douglas online gesehen habe. Das ist halt die Palette. Also ihr könnt sehen, welche Farbe ich aus dieser Palette sehr häufig und gerne verwendet habe. Dieser Ton hier war so ein schöner, wärmerer, orangelicher, bräunlicher Ton und der hier oben war so ein kühlerer Braunton, auch ein sehr, sehr schöner Ton. Die habe ich sehr, sehr häufig auch verwendet und dementsprechend habe ich hier auch Tinted Pen erreicht, weil ich habe das manchmal so gemacht, dass ich Lidschattenpaletten miteinander kombiniert habe. Weil das mache ich auch sehr, sehr gerne. Klar kann man sich fragen, warum tut man das? Ich mag es gerne zu kombinieren, aus verschiedenen Paletten verschiedene Farbtöne miteinander zu mischen, zu kombinieren und dementsprechend ist hier jetzt auch Tinted Pen, habe ich erreicht. Was sehr, sehr selten man schafft. Okay, wenn man eine kleinere Sammlung hat und wenn man nicht so viele Lidschattenpaletten hat, wie ich die habe, die Palettensammlung, dann schafft man schon Lidschattenpaletten oder das Fähnchen von den Farben zu erreichen. Aber wie ihr seht, auch ich schaffe es, Tinted Pen zu erreichen bei einer Lidschattenpalette. Dann kommen wir zu einer LE, die es Anfang 2023 gegeben hat. Diese Palette gibt es aber manchmal noch online, könnt ihr die noch bekommen. Also als ich noch geschaut habe online, es kann vielleicht sein, dass ihr die vielleicht noch bekommen könnt, aber es kann vielleicht sein, dass die mittlerweile ausverkauft ist. Und welche Palette es sich handelt, ist die Catrice Dior Universe Eyeshadow Palette. Das war ja dieses Universum LE gewesen. Und da könnt ihr auch schon erkennen, welche Farbtöne ich sehr, sehr häufig und gerne verwendet habe. Die sieht auch nicht mehr so schön aus, weil ich habe die wirklich sehr häufig verwendet. Ihr könnt auch erkennen, welche Töne. Also diesen habe ich sehr, sehr gerne verwendet. Dann dieses kühlere Taupe habe ich sehr gerne verwendet. Oder auch dieses dunkle lila stichigere Farbton, aber auch diesen so vanilligen Ton habe ich auch sehr, sehr gerne verwendet. Und auch in einem schimmrigen Farbton habe ich auch eine Tinted Pen erreicht. So gut kann man es, glaube ich, nicht erkennen, aber in diesem Farbton, wenn ihr sehen könnt, das ist so ein rosé-schimmriger, der schon gröbere Schimmerpartikel enthält, aber was trotzdem sehr, sehr schön auf den Augen aussieht. Also die sieht echt nicht mehr so schön aus. Also die muss ich echt mal auch wieder sauber machen. Aber dadurch, dass ich die sehr häufig zur Hand genommen habe, zur Zeit in den letzten Wochen, Monate, habe ich dementsprechend die Pan erreicht und das in mehrere Farbtöne. Also ich muss sagen, ich habe auch gerne zu der gegriffen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich dazu gezwungen habe, zu der Palette zu greifen, weil ich dachte, nicht, dass ich mir dachte, ich muss mal Tinted Pen erreichen, das Fändchen erreichen. Nein, ich habe einfach sehr gerne dazu gegriffen. Und wie gesagt, ich habe es mit dem Farbton auch mit anderen Lidschattenpaletten kombiniert. Und da kommen wir zu dem letzten Produkt für dieses Video, was ich sehr gerne verwende. Und das ist auch eine Favoritenpalette von mir, nämlich die Catrice The Hot Mocha Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Also wie gesagt, diese Palette habt ihr auch in meinem aktuellen Favoritenvideo gesehen, die ich euch gezeigt habe. Wie ihr sehen könnt, in diesen wärmeren rötlichen Farbton habe ich ein Tinted Pen. Oder auch in diese vanilligen, matten Farbton habe ich auch Tinted Pen.
Und hier in den vanilligen, schimmrigen Farbton habe ich auch mittlerweile das Fändchen erreicht. Und wo es sich langsam so abzeichnet, wo aber noch kein Fändchen zu sehen ist, ist in diesem bräunlichen, schimmrigen Ton. Und auch hier ist schon so Anzeichen dafür, dass ich in der nächsten Zeit, ein paar Tage oder Wochen, auch das Fändchen erreichen werde. Das ist auch so eine schöne Palette. Ihr könnt so schöne alltagstaugliche Looks damit schminken. Das ist einfach unfassbar. Diese Looks sehen einfach so schön aus. Ihr könnt tolle tragbare Töne, aber ihr könnt auch wirklich dramatischere, abendtaugliche Augen-Make-up-Look schminken. Das ist überhaupt Sinn gemacht, was ich jetzt gesagt habe. Auf jeden Fall könnt ihr damit auch sehr gute Augen-Make-up-Looks für den Abend schminken. Ihr könnt damit auch sehr gute, ausdrucksstärkere Augen-Make-up-Looks schminken. Wie kann man so oft über diese Palette reden? Es ist einfach eine favorite Palette von mir. Die Dior Universe ist auch eine sehr, sehr tolle Palette. Also die ich verwendet habe. Und die Sleek A New Day enthält auch sehr, sehr schöne Farbtöne, weil sonst hätte ich die auch nicht dazu gegriffen. Aber ich habe auch sehr gerne zur Zeit dazu gerne gegriffen. Manchmal ist es echt verrückt. Dann greife ich zu den Paletten, wo ich gedacht hätte, dazu würdest du niemals greifen, weil die Farbtöne dich einfach nicht so umhauen. Aber in den letzten Wochen, Monaten, muss ich sagen, habe ich die sehr, sehr häufig doch dazu gegriffen. Ja. Und das war auch, wie gesagt, die letzte Palette, das letzte Produkt für dieses Video, was ich euch gezeigt habe. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann abonniert gerne meinen Kanal, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne einen Kommentar, ob ihr auch schon das ein oder andere Produkt auch schon mal geschafft habt, Hidden Pan zu erreichen oder vielleicht schon ganz aufzubrauchen. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, was ihr so als letztes vielleicht geschafft habt, Hidden Pan zu erreichen. Wie gesagt, selbst ich, die eine größere Sammlung hat, schafft es auch, das Fändchen zu erreichen. Ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, dann noch eine schöne Woche und dann hoffentlich schaltet ihr zum nächsten Video wieder ein. Bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tschüss!